Extra Herz, das Studentenmagazin. Unser Thema heute: Künstlerin Petra Kuh und ihre Tonfigur. Mitten im schönen Remstal bei Stuttgart liegt das kleine und beschauliche Städtchen Korb. Genau dort hat Künstlerin Petra Kuch ihr Atelier und ihre Werkstatt. Sie arbeitet dort am liebsten mit einem Material, Ton. Mit diesem doch so einfachen Stoff erschafft sie außergewöhnliche Formen und Figuren. Also die vier Arbeiten, die wir jetzt hier sehen, sind Teil einer größeren Gruppe. Einer größeren Skulpturengruppe mit dem Namen Das Gremium. Und bei der Herstellung oder bei der Durchführung von dem Projekt ging es mir eben darum, zu beobachten oder darzustellen, wie sich Menschen in einer größeren Gruppe verhalten, welche Rolle sie einnehmen und ja, wer sich da besonders hervortut oder wer sich eher zurückhält. Diese zwei Charaktere halten sich eher im Hintergrund. Er nimmt immer Klatsch und Tratsch auf, hat schon ganz heiße Ohren und schmunzelt dabei in sich hinein. Während sein Kollege ihm mit gefühlslosem Blick Gerüchte ins Ohr flüstert. Und vielleicht auch nicht immer ganz nett ist. Das ist der Platzhirsch. Er übernimmt die Führung der Gruppe. Die große rote Brille schränkt ihm zwar die Sicht ein, doch er weiß genau, was er will und beharrt unverrückbar auf seiner Meinung. Der Platzhirsch geht unbeirrbar seinen Weg und lässt sich von niemandem etwas sagen. Nach dem Motto: Hier bin ich, hier bleibe ich. Eine Rangstufe tiefer und im Schatten des großen Platzhirsches folgt der Kronprinz. Eine farblose und blasse Gestalt, die seinen Herrn uneingeschränkt bewundert, sich aber im Hintergrund hält. Das Krönchen hat er schon auf und wartet darauf, dass der Platzhirsch irgendwann einmal abdankt, um dann selbst den Thron zu besteigen. Wünsche mir, dass jemand davon berührt wird und sich was dabei denkt, vielleicht selber Assoziationen kriegt, wenn er solche Figuren sieht, dass er auch mal schmunzeln und lachen kann. Auch mein Kollege Felix Kelch wollte mehr über die Figuren, aber auch vor allem über die Künstlerin dahinter wissen. Er hat Petra Kuch in ihrem Atelier besucht. Ton ist einerseits was, was überall vorkommt, im Grunde Erde, Dreck. Ein ganz billiges Material, ganz einfaches Material, ganz archaisches Material, mit dem schon die Steinzeitmenschen gearbeitet haben. Und auf der anderen Seite ist es aber auch unheimlich wandelbar und wandlungsfähig.
Also die Herausforderung ist natürlich immer der Versuch, Dinge daraus zu bauen und zu machen, wo andere sagen würden, das geht doch gar nicht. Das kann man doch gar nicht. In der Anfangszeit habe ich mich, wie gesagt, sehr mit Anatomie beschäftigt. Und da ging es mir dann darum, was macht es aus, dass ein Mensch sitzt oder steht oder liegt? Wie muss diese Figur gebaut sein, dass man wirklich den Eindruck von Sitzen und Liegen oder Stehen bekommt? Ich beobachte sehr viel und interessiere mich einfach dafür, wie die Menschen untereinander kommunizieren, was auch für Charaktere vorherrschen, wer in so einer Gruppe die Führung übernimmt, wer sich eher im Hintergrund hält, wer eher lieber seine Meinung wechselt oder hinterm Berg hält und dann mit der Mehrheit spricht oder sowas. Ja. Und das war eigentlich für diese Figurenreihe so der Hintergrund, bestimmte Charaktere darzustellen, wie die sich verhalten. Also die Köpfe, die sind hergestellt aus einer ganz groben Schamottmasse. Die hole ich tatsächlich in einem Schamottwerk. Schamotte ist gebrannter und gemahlener Ton, also das sind richtige Steinchen und das wird zusammengehalten durch irgendwelches, also durch weiches Tonmaterial. Und dadurch kommt der grobe Charakter durch diese groben Steinchen, die da drin sind, in der Masse, ziemlich anstrengend für die Finger. Da braucht man dann also wirklich Spachtel, Hölzer, Holzhammer und so grobere Werkzeuge dafür, um die zu bearbeiten und auch zu glätten oder aufzurauen, je nachdem, wie man es haben will. Aber ich finde das Material absolut fantastisch, weil es eben solche groben Strukturen hat und eben auch so ganz feines Arbeiten gar nicht zulässt. Und trotzdem, da ist da auch wieder die Herausforderung, was kriege ich noch hin und was kriege ich nimmer hin? Wie fein kriege ich es hin? Wie differenziert kriege ich es hin? Und gebrannt sind die Sachen alle im Elektrobrennofen bei 1150 Grad ungefähr. Bearbeitet farblich sind sie mit Engoben. Das sind also keramische Farben, die auch wiederum aus ganz fein gemahlenen Tonen entstehen und die sind dann eingefärbt mit bestimmten Metalloxiden. Ich will niemanden belehren, ich will niemanden vorschreiben, was er dazu zu denken hat. Wenn jetzt jemand sagt, oh mein Gott, diese dicke Frau ist aber witzig, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wenn er sich dabei mehr Gedanken macht und mehr dahinter sieht, dann ist es noch toller. Und wenn jemand vielleicht dann erkennt, was von mir gemeint ist, dann ist es super. Am wenigsten gern will ich, dass ich was dazu erklären muss. Ich denke, die Sachen sollen für sich selber sprechen. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste.